Hallo meine Lieben, heute mache ich ein schönes Roggenkrustenbrot. Dafür benötigen wir 500 Gramm Roggenmehl, Typ 1150. Des Weiteren Weizenvollkornmehl, auch 500 Gramm. Dann brauchen wir einen Sauerteig. Ich habe hier mal eine trockene Variante genommen. Dann ein Esslöffel Gewürze für Brote, einen ganzen Hefewürfel und Roggenbackmalz, einen Esslöffel und natürlich Salz und lauwarmes Wasser. Und zwar, ich meine so um die 750 Milliliter. Beide Mehlsorten habe ich jetzt in die Schüssel gegeben. Da kommt jetzt der Roggensauerteig hinzu. Dann ein Esslöffel Roggenbackmalz. Dann ein 3/4 Esslöffel Backkuchengewürz, Brotgewürz vielmehr. Und dann wird das alles schön vermengt. Ich habe noch was vergessen. Da kommt noch ein Teelöffel Salz hinzu. Jetzt macht ihr eine schöne Mulde. So in etwa. Und jetzt gebt ihr in 150 Milliliter lauwarmes Wasser den Hefewürfel. Schön in dem Wasser auflösen. Ich gebe noch ein wenig Zucker hinzu. Dann können die Hefebakterien besser arbeiten. Und jetzt einfach das Hefewassergemisch in die Kuhle gießen. Etwas Mehl drüber geben und dann lasst ihr das Ganze für 10 bis 20 Minuten stehen, damit die Hefe sich schön entfalten kann. Wie ihr sehen könnt, die Hefe ist schon schön unterm Teig, unterm Mehl am Arbeiten. Jetzt gebt ihr einfach noch das restliche lauwarme Wasser hinzu. Und dann knetet ihr den Teig ungefähr für 10 Minuten in der Knetmaschine. Nach der 10-minütigen Knetzeit in der Knetmaschine gebe ich den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche und knete den Teig nochmal mit der Hand. Dafür zieht ihr den Teig von außen nach innen. So kann der Teig eine schöne Oberflächenspannung aufbauen. Danach gebt ihr den Teig zurück in die Knetschüssel, bemehlt die ein bisschen und dann muss der Teig ja für gute 2 Stunden an einem warmen Ort abgedeckt werden. Mein Teig ist jetzt richtig super hoch gegangen. Jetzt einmal aus dem Topf nehmen. Und einmal gut durchkneten. Und zwar zieht ihr den Teig immer schön zur Mitte hin. Ab und zu mal ein bisschen Mehl drauf geben, weil der klebt ziemlich, der Roggenteig. Wenn ihr fertig seid, formt ihr euren Teig zu einem schönen Leib und dann bemehlt ihr euer Brot nochmal schön mit Mehl von allen Seiten und gebt ihn in einen Topf. Ich habe hier einen
schönen Bräter. Dann gebe ich auch noch mal ein bisschen Mehl rein. So sieht das dann aus. Und jetzt lasst ihr euren schönen Teig noch mal für eine gute Stunde gehen. Der Teig ist jetzt richtig schön aufgegangen. Jetzt brauche ich den nur noch einmal einschneiden. Ihr schneidet den so ein, wie ihr möchtet. Übrigens, ihr braucht auch nicht unbedingt einen Bräter zu nehmen. Ihr könnt euch auch eure Kuchenbackform nehmen. Oder ihr legt den Teig direkt aufs Backblech. Denn der Teig, der ist ziemlich robust und läuft nicht auseinander so schnell. So, jetzt habe ich ihn schön eingeschnitten. Jetzt gebe ich den für 10 Minuten bei 240 Grad in den Backofen. Danach stelle ich den Herd auf 190 Grad runter und backe ihn für 50 Minuten weiter. Wenn das Brot fertig ist, zeige ich euch das Endresultat. Mein Krustenbrot ist fertig gebacken und auch schon runtergekühlt. Das sollte sich im besten Fall so anhören. Ich schneide euch das mal an. Wie ihr hören könnt, ist es schön knusprig. Und von innen ist es schön saftig. Zwar immer noch etwas warm, aber gut gelungen, oder? Wenn euch mein Roggenkrustenbrot-Rezept gefällt, dann würde ich mich doch über ein Like oder ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.